Ja, es ist ein Gefühl, an das wir uns erst wieder gewöhnen müssen. Starker Wind und vor allem die Winterkleidung, wie beispielsweise der Anorak, werden in den kommenden Wochen und Monaten ein ständiger Begleiter. Zumindest in Ostösterreich kann man die Winterjacke noch einmal in die Ecke schmeißen, denn im Osten des Landes, in Wien, im Burgenland und auch in Niederösterreich bleibt es noch herbstlich schön. Temperaturen um die 15 Grad sind an diesem Wochenende möglich. In Westösterreich hingegen, da wird der Winter mit voller Wucht, mit voller Härte erstmals einschlagen. Es kommt vermehrt zu starken Schneefällen auf bis zu 900.000 Meter hinunter, wird Frau Holle hier ganze Arbeit verrichten, und beispielsweise in Sölden werden wir die Folgen auch zu spüren bekommen. Hier herrschen ja momentan sehr, sehr starke Windböen vor, und am Wochenende beim Weltcup-Auftakt am Rettenbach, ferner der Damen und der Herren im Skiweltcup, wird es möglicherweise auch zu einer Absage kommen. Einerseits aufgrund der starken Windböen, andererseits aufgrund des starken Schneefalls, der hier eingesetzt hat und einen Start für Marcel Hirscher, Michaela Schifrin und Co. möglicherweise auch unmöglich machen wird. Ja, der Schneefall, der wird sich auch fortsetzen dann am Montag und am Dienstag. Also hier heißt es im Westen des Landes, bitte ganz, ganz dick anziehen, und die Wolken werden hier auch nicht so schnell verschwinden. Wer griechisches Wetter will, wie beispielsweise hier beim Theseus-Tempel, der sollte am besten auf Urlaub fahren, um dem Wetter ein bisschen wegzukommen und diesem kalten Winterwetter zu entfliehen. Ansonsten bitte den Wintermantel schon immer parat haben, und ja, machen Sie sich bereit. Jetzt ist er da, der Winter.